Servus Leute und seid herzlich willkommen zur nächsten Folge der FC Bayern Karriere. Und in der letzten Folge haben wir ja mehrere Transfers getätigt. Zum Beispiel hier sehen wir Christian Pulisic. Und wir haben Rashford, Martial und Alejandro Grimaldo auch noch geholt. Und dann sieht unsere Elf so aus. Hier die meisten sind eigentlich nur Auswechselspieler. Nur Martial darf immer von Anfang ran. Und ihr habt es ja in der letzten Folge am Ende schon gesehen. Wir haben noch 100 Millionen auf dem Konto. Und es ist geplant, dass wir uns noch Paulo Dybala holen. Aber dazu muss ich noch Robben und so alles verkaufen. Aber ich denke mal, das wird noch geschehen. Zuerst hier noch die Trainingseinheit. Mai geht hoch auf eine 66. Und dann sind wir hier beim Supercup angelangt. Robben wird sich wahrscheinlich vor diesem Spiel nicht verkaufen. Wir haben ja in der letzten Folge sehr viele Angebote für ihn abgelehnt. Die waren immer so bei rund 20 Millionen. Aber jetzt hat er nur noch eine 84er Gesamtstärke. Deswegen wird er jetzt auch nicht mehr so viel wert sein. Frankfurt gegen Bayern München. Das Finale des DFB-Pokals letzte Saison. Ja, und da gehen wir rein ins Spiel. Wir spielen auf Weltklasse. Let's go. So, hier mal wieder coole Sequenzen. Die Frankfurter hier am Ball hochhalten. Vorm Pokalspiel. Auf jeden Fall geht's jetzt rein ins Spiel gegen Frankfurt. Und jetzt die Tormöglichkeit. Was macht? Jawohl, und James mit dem Abdauber zum 1:0. Ey, was war das gerade für ein Angriff? Die Flanke wäre ja fast schon aufs Tor gekommen, weil der abgeprallt an dem Gegner ist. Aber Hauptsache, James schiebt einen zum 1:0 nach knapp 18 Minuten jetzt. So, dann war's das von der ersten Halbzeit. Der FC Bayern führt mit 1:0 durch James Rodriguez in der 18. Minute. Ja, Frankfurt ist eigentlich auch nicht chancenlos. Natürlich haben wir die meisten Chancen. Sie haben 0, keine Ahnung wieso. Die hatten auch schon ein paar Schüsse aufs Tor. Aber trotzdem, dann gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Mal schauen, was sich noch so tun wird. Und Lewandowski mit einem Strahl mit dem linken Fuß ballert der den Ball links oben rein. Und das war wirklich ein Traumtor. Also so einen schießt du auch nur alle 5 Jahre wahrscheinlich, weil der schaut es euch an. So, und dann war es das auch von der Partie. Wir gewinnen 2:0 und damit gewinnen wir auch den Supercup. Aber ja, dann schaut euch mal die Sequenzen hier an. Viel Spaß, wir sehen uns danach wieder. So, nachdem wir den Pokal dann gewonnen haben, gehen wir ins Training rein. Leider verbessert sich keiner. Dann haben wir ein Transferangebot für Niklas Süle reinbekommen. Ja, den will ich jetzt ungern verkaufen, aber wir können ja mal hier ein bisschen verhandeln. So, und da ist das Angebot für einen Robben. Ich verlange da jetzt einfach mal die 20 Millionen an Dortmund. So, gleich das nächste Angebot für Robben. Wir verlangen einfach mal mehr, 21 Millionen oder so. Also hier würden wir 1 Million mehr machen. Wäre natürlich sinnvoller, aber es wäre irgendwie schon geiler, wenn er zu Dortmund geht. Und Robben wurde jetzt tatsächlich an Dortmund verkauft. Wir bekommen 16 Millionen mehr. Auf unser Budget drauf. Ja, zu Olympique Marseille ging er dann doch nicht. Dann haben wir hier wieder so ein Transferangebot für Süle. Auch wieder für 50 Millionen. Ich verlange wieder so die 80 Millionen. Und 78 Millionen nehmen sie an. Und damit könnten wir uns jetzt auch noch Dybala wahrscheinlich leisten. Und auch einen neuen Backup-Innenverteidiger. Weil wir haben ja noch Boateng.
So, erstes Bundesligaspiel in dieser Saison. Lewandowski trifft per Elfmeter, ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung. 3-0 Sieg wurde das dann am Ende. So, da gehen wir hier wieder in eine Trainingseinheit rein. Früchtel geht hoch. So, und dann ist jetzt auch schon gleich der Deadline Day. Süle wurde verkauft. Das heißt, wir brauchen einen neuen Backup-Innenverteidiger und können uns dadurch auch noch Paulo Dybala wahrscheinlich leisten. So, ich habe jetzt hier mal ein paar Innenverteidiger auf meine Wunschliste gepackt und ich würde sagen, wir holen uns Upamecano. Der kostet uns so um die 15 Millionen rum. Marquinhos wäre eigentlich auch nicht so dumm, aber er ist halt schon 24 und er würde auch sehr viel kosten, so um die 40 Millionen. De Vries ist schon mal draußen, der ist erst kürzlich dorthin gewechselt. De Ligt hätte eine 81er Gesamtstärke, würde uns so um die 23 Millionen kosten. Dafür würde er uns aber auch weniger Gehalt kostet. Ich wäre sogar jetzt irgendwie doch für De Ligt, weil ja, der würde uns in der Zukunft eigentlich mehr bringen. Deswegen verhandeln wir mal mit ihm und wenn es nicht klappen sollte, holen wir uns einfach Upamecano. Leipzig nimmt dann 20 Millionen direkt an. Upamecano verdient dann bei uns 18.000 Euro die Woche und damit haben wir einen neuen Backup-Innenverteidiger, der auch mal so hin und wieder spielen könnte. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt endlich den Angriff auf Paulo Dybala. 155 Millionen nimmt Juventus Turin dann an und gibt ihm einen Einstiegsbonus von 2,5 Millionen Euro und das nimmt er an. Paulo Dybala spielt jetzt also für den FC Bayern München in der Champions League und in der Bundesliga. Ja, und damit ist unser Geld eigentlich schon wieder fast weg. 25 Millionen, da kannst du ja eigentlich keinen guten Spieler mehr holen. So, und damit würden wir hier so spielen in den 4-4-1-1. Ja, Paulo Dybala dann hier auf der 10, dann, ja, ihr seht es ja selbst. Ich würde gerne irgendwie James woanders spielen lassen, aber rechts haben wir halt Coman und ja, Coman kann sich halt noch entwickeln und James jetzt eher weniger, deswegen spielt jetzt James auf einer Position, die er nicht so gut kann. Natürlich hätten wir hier noch Thiago, aber den würde ich auch noch gerne verkaufen hier in dieser Transferphase. Und hier rechts sehen wir noch die Ankunft von Paulo Dybala hier beim FC Bayern München mit so einer richtig geilen Promo und auch nochmal den Transfer von Upamecano und dann bekommen wir hier noch ein Leihangebot für Renato Sanchez rein und das nehme ich an, weil der wird hier auf jeden Fall nicht so oft zum Einsatz kommen, also zumindest in dieser Saison und dann haben wir hier noch ein Angebot für Tolisso, 70 Millionen würde ich schon verhandeln, aber ja, 45 Millionen, ich glaube die würden nicht höher gehen, deswegen lehnen wir es ab. Ja, hier sehen wir nochmal alle unsere Transfers im Überblick. Insgesamt haben wir 300 Millionen ungefähr ausgegeben und so 170 Millionen ja, wieder reinbekommen. Ja, Renato Sanchez wurde dann auch ausgeliehen zu Athletic Bilbao für ein Jahr. Und ein Angebot für Serge Gnabry muss ich leider ablehnen, weil der auf jeden Fall bei uns irgendwann noch wichtig sein wird. So, und damit ist die Transferphase hier schon vorbei. Leider hat sich Thiago nicht mehr verkauft, aber jetzt geht's noch hier in das Spiel gegen Stuttgart und dann beende ich die Folge. Stuttgart wird jetzt auf jeden Fall hoffentlich noch platt gemacht. So, ja, ich will hier auf jeden Fall einen Sieg sehen. Mario Gomez mit dem 1-0 nach 4 Minuten. Beginnt schon mal richtig gut. So, 40 Minuten gespielt, erste Halbzeit ist rum. Jetzt kommt schon, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Stuttgart ist in Real Life jetzt ganz unten, letzter. Ey, was ist los? Sag jetzt nicht, wir verlieren. Wir verlieren das zweite Saisonspiel. Ja gut. Nicht so lecker. Und damit sind wir am Ende der Folge hier noch auf dem 6. Tabellenplatz. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst nochmal ein Like und ein Abo da. Ich packe jetzt hier noch Upamecano ins Training rein und dann simulieren wir das noch. Und ja, Evina geht noch hoch auf eine 85. Ja, 85 wahrscheinlich, 65 natürlich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.